Freunde, willkommen zu einer weiteren Episode von Five Nights at Freddy's Into the Pit. Heute wollen wir uns mal zwei weitere Endings anschauen, genauso wie das Extras-Menü. Und ja, ich denke, das war's für mich. Ich habe mich ein bisschen umgeschaut, ob es nicht noch viel mehr in dem Spiel gibt. Nein, es gibt noch zwei Endings, also insgesamt fünf. Wir haben schon drei gemacht und ja, das war's dann. Also, fangen wir direkt mal an mit dem ersten Ending, was super einfach ist zu bekommen. Und zwar müsst ihr bei dem Chase, wo ihr Papa versucht zu retten. Finde Papa. Okay, ich muss jetzt mal das hier wieder machen. Okay. Ja. Jedenfalls an dem Chase, wo ihr Papa rettet, müsst ihr euch treffen lassen und nicht das Quick-Time-Event schaffen. Wenn ihr es verkackt, kriegt ihr nämlich ein ganz anderes Ending. Freddy, was geht ab? Okay. Jetzt das Ending. Hier bei dem Chase gar nichts machen. Gar nichts machen. Einfach nicht angreifen lassen. Oh nein! Tot sind wir. Was ist passiert? Warum kam nicht meine Stimme? Was ist mit meiner Stimme passiert? Kollege, ich glaube, wir sind ein Roboter geworden, ein Animatronic. Wir sehen nur so aus gerade, aber wir are one of us jetzt. Einer von ihnen. Wir wurden zu einem von ihnen gemacht. Warum sind sie nett? Oswald klein geschrieben. Ja, sie sind nett, weil wir jetzt genauso böse sind. Was denken sie, wer ich bin? Os. Oh, er verliert all seine Erinnerungen. Er ist so gut wie tot. Wer? Was bin ich? So hat er auch von uns Begriff genommen. Nacht 5 lief nicht wie geplant. So, und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, wie man denn das andere Achievement bekommt. Das letzte, was, Ending. Das letzte Ending, was uns noch fehlt. Nun, dafür müssen wir alle Arcade-Spiele machen, drei Secret-Minigames machen, die ich auch noch zeige, wie man da hinkommt. Und alle Bilder finden, habe ich ja jetzt gemacht, habt ihr gerade gesehen. Wird nicht super einfach sein, zum Arcade hinzukommen, aber es sollte passen und ja, ich schätze, früher oder später musste ich ja die Minigames normale machen, also werde ich sie wohl jetzt machen. Was soll's? Was jetzt? Aber ich finde das komisch, dass man die Minigames alle machen muss. Also die ganzen Arcade-Minigames, die musst du alle schaffen. Also zum bisschen Teil, bisschen, zum gewissen Grad schaffen, dass du halt diese Musik-Dinger freischaltest. Du schaffst, kriegst ja so ein Musikstück freigeschaltet, wenn du das geklappt hast. Und das muss man halt machen. So. Fangen wir einfach mal mit ganz links an. Machen alle in der Reihe nach nochmal. Ernsthaft? Ich habe keine Spielmarken. Oh ne. Kann ich das überhaupt machen in dem Safe? Warte, welche habe ich denn noch nicht? Kann ich das sehen? Oh nein, kann ich das sehen? Ach bitte. Ist das doch jetzt sowas nicht Spiel? Ach man, ernsthaft? Minispiele. Ah! Ich habe gerade gesehen, im Extras-Menü gibt es einen Punkt namens Minispiele. Da kann man nochmal alle spielen. So, und ich bin mir nicht sicher, wie das ist. Ich glaube, man muss nur generell alle repariert haben und alle mal durchgezockt haben. Ich hoffe, das bedeutet, ich kann jetzt einfach hier durchspielen und dann zählt das fürs Ending. Ich werde es versuchen, ich hoffe, es zählt. Deshalb machen wir jetzt hier einfach die Minigames. Ja, verständlich, oder? Übrigens, dieser Glitch-Button, das ist Leertaste. Müsste zumindest Leertaste sein. Ja, ist ziemlich einfach, das Minigame. Wir haben es auch schon beim allerersten Mal geschafft, als wir es gegen Mike und Chip gemacht haben. Ich schätze, wir müssen es nochmal spielen. Oh. Oh. Das war jetzt ein bisschen doof. Aber wir haben trotzdem mehr als das Highscore. Und ich denke mal, Highscore ist so Minimum, damit man es schafft.
Wow. Easy, ne? Bam! Oh, noch ein. Noch ein Buddy. Bam! Ganz toll, rein. Spiel vorbei. Ja, Screenshot, toll. Nee, danke. Okay, ich hab Tickets bekommen. Toll. Okay, also. Habe ich wohl schon geschafft, ne? Liefere die Pizza aus. Ja, das hier. Crossy Roads einfach. Das Minicamp ist echt cool. Das ist übrigens oben ein Timer. Also muss man sich ja auch beeilen. Es gibt einen Grund, hier schnell zu sein. Also, wir wollen nicht verkacken, sondern die Pizza ausliefern zu den hungrigen kleinen Kindern. Na, so sieht's aus, Mann. So sieht's aus, mein Freund. Nein! Oh, einmal zu oft. Dammit! Kann aber schon geschafft haben damit, aber ich versuch's nochmal neu. Ich glaube nämlich nicht, dass das schon damit geschafft hat. Ich glaube, ich brauche einen höheren Highscore. Ah, nee, ich muss generell Highscore erreichen. Ah! 700. Also war ich ganz knapp vorbei. Ja, ich war ganz knapp dran vorbei. Dammit, ey. Passiert auch nur mir. Warum sind das weiße Streifen überall? Hä? Die bewegen sich. Seht ihr? Was zur Hölle? Was ist denn da alles? Was ist denn da los? Ha? Huh? Okay, das Level noch, dann sollte ich es haben. Okay, der Timer resettet sich, sobald ich einmal eine Pizza abgegeben habe. Sehr gut, weil ich dachte gerade, das zählt für generell das Level. Nee, glücklicherweise nicht. Wäre auch ein bisschen assi gewesen, oder? So, ich glaube, jetzt habe ich es geschafft, aber ich will kurz gucken, wie weit ich komme. Ah, nicht mehr weit. Super. Okay, ich hoffe mal, ich habe es geschafft. Jetzt sagt mir nicht, man kann die nicht schaffen. Das wäre es jetzt, ne? Genau, das Minigame ist richtig böse, weil hier, du hast einen Treffer und dann bist du tot und du musst hier jeden einzelnen von denen abschießen. Mit Leertaste. WASD zum Bewegen, S zum Stoppen, W zum Anfangen zu fliegen, wisst ihr? Und ja, die splitten sich dann auf, jagen ein. Generell, ich mag das Minigame überhaupt nicht. Ich habe gleich richtig Angst vor allem, wenn wir dann wieder das Freddy-Puzzle machen müssen. Ich habe gehört, dass das Freddy-Schiebepuzzle immer randomized wird, je nachdem, also immer wieder, wenn du startest. Das könnte hilfreich sein in einer gewissen Art und Weise, je nachdem. Also ich sag's mal so, es könnte hilfreich sein, dass es sich immer randomized. Es könnte hilfreich sein. Vielleicht krieg ich ja eine gute Kombination irgendwann. Aber ja, das wird auf jeden Fall das Schwerste sein zu schaffen. Ist doch, glaube ich, das Letzte in der Liste. Was ist da eigentlich für ein Hintergrund? Seht ihr das? Was soll es eigentlich darstellen? Ist das vielleicht Spring Bonnie da im Hintergrund? So ein verstückelter Spring Bonnie? Keine Ahnung, Mann. Haben alle Spiele einen Highscore? Okay, also viele zumindest. Für die Schiebepuzzle natürlich nicht, aber. Ja, Konzentration. Ich habe meinen Highscore schon geschafft. Aber ich spiele trotzdem mal ein bisschen weiter. Ich glaube, man kann neben Freddy und Chica kann man ja auch noch Bonnie finden. Foxy vermutlich nicht. Foxy ist generell einfach nicht in diesem Spiel drin. Ich weiß wirklich nicht warum, aber okay. Ist halt so. Foxy existiert nicht. Da, da ist Bonnie. Seht ihr ihn? Da ist er. Und der macht wieder Freddy's und Freddy's macht wieder Chicas und... Ja, Watermelon Game hier. Hey, aber andersrum. So, reicht dann auch mal langsam, oder? Ist das genug? Komm, kill mich einfach. Sollte genug sein. Aha, Fast Food Invader. Ach, das Ding. Das hat am Anfang ja gelaggt gehabt mit dem Controller. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefixt haben oder nicht. Ja, das Spiel ist in Ordnung. Du kannst ja nicht in zwei Richtungen auf einmal fliegen. Das ist halt das einzige Problem, ja. Also die Steuerung ist hier sehr limitiert, aber... Ansonsten ist es einfach, den auszuweichen. Weil du einfach auch so schnell bist, ne? Du bist schneller als die Bullets. Und du kannst auch schon vor dir überhaupt herkommen zu einem. In den Bildschirm, weil du schon schießen, wie man gerade gesehen hat. Da, bam, 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 sind schon mal die paar Viecher da tot. So, und die anderen sind abgehauen, warum auch immer. Ja, manche haben noch einfach ab. Okay, wusste ich auch nicht.
Highscore haben wir erreicht. Das war der Highscore. Gucken wir mal, wie lange wir überleben. Nicht mal lang. Okay. Scheiße, das kann man hier nicht machen. Ich krieg die Dinger nicht. Scheiße. Wartet, Freunde. Irgendwas stimmt hier nicht. Hey, da bin ich wieder. Das Spiel ist jetzt mittlerweile schon ein bisschen länger draußen und deshalb ist es auch ein bisschen bekannter und einfacher rauszufinden, wie man denn an das 3-Sterne-Ending kommt. Und ich lag nicht ganz falsch mit dem, was ich gesagt habe, mit dem Arcade-Spielen. Aber es ist ein bisschen anders. Und zwar, man muss in einem Run jedes einzelne Arcade-Spiel gefixt und mal ausprobiert haben. Man muss sie nicht komplett abgeschlossen haben. Das Abschließen bringt nur, dass man einen Remix für dieses Minigame freischaltet. Also wirklich einen Song. Also hat nichts mit dem Ending zu tun. Da ich ja jetzt auch schon angefangen habe, die Minigames, werde ich sie jetzt noch zu Ende machen. Und ich habe hier einen Guide, was wir alles machen müssen. Ich werde außerdem zusätzlich in dieser Folge noch ein paar Secrets zeigen, die vorher nicht bekannt waren. Deshalb ist das sehr gut, dass ich dieses Video ja ein bisschen verschoben habe. Denn jetzt habe ich mehr Infos für euch und coolere Sachen, die ich euch zeigen kann. Ja, ihr seid gespannt. Wir werden heute viel mit unserem Telefon machen, aber dazu kommen wir noch. Welches haben wir gespielt? Helpolis war als nächstes dran, ne? Spielen wir Helpolis. Wie gesagt, ich spiele nochmal alle für diese Arcade-Spielen durch. So, einfach ist. Bäbel, die Zittertaktik! Zwölf. Ist okay. 30 habe ich eigentlich nur bekommen, weil. Ja, warum eigentlich? Weil das Spiel geleckt hat. Genau, das war's. Ja, ja. Oh, sieht so aus, als hätte ich ein paar Tickets bekommen. Cool. Übrigens, die Prizes-Maschine hier. Ist auch noch sehr, sehr wichtig. Ich kann nicht zufällig mit der interagieren hier, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Muss ich es gleich machen. Oder gleich versuchen. Rette die Kinder! Achso, das. Das hatten wir schon gemacht. Das haben wir schon komplett gemacht. Das ist relativ einfach. Das war. Sammle die Hüte! Genau, sammle die Hüte! Hier gibt's ein Secret. Denn, es gibt einen geheimen Hut. War ja klar, dass ein Balloonboy. Balloonboy in die Game einen geheimen Hut hat, ne? Hört's vielleicht auch schon. Ich hab alles eingesammelt auf einmal. Von links? Vielleicht da, wo wir nie lang gegangen sind? Hier? Unten? Ja. Was ist denn hier passiert? Sieht nicht gut aus. Und jetzt? Ist alles kaputt? Nein! Nein! Machst du doch nicht kaputt! Warum machst du das, Balloonboy? Und jetzt? Schnell rennen! Sonst kriegt ihr den nicht. Was macht Purple Guy hier? Warum mobbt der Balloon Boy? Hüte 6. 6 von 5 Hüten. Wenn er dann übrigens runterfällt, dann ist er tot. Und jedes Mal, wenn man den Screen hier wechselt, dann muss man neu die Richtungstaste drücken. Weil Balloon Boy sonst einfach stehen bleibt. Deshalb habe ich es auch fast nicht geschafft, das einzusammeln. Spaßiges Minigame, oder? Ach, haben wir wieder Spaß gehabt heute. Tadam! Das ist so ein kleines Secret. 6 von 5 Hüte. So kriegt man hier die neue Musik. Und das war das Spiel, was ich niemals machen werde. Sieht es geil? Aber nein, nicht mit mir. Das mache ich nicht. Okay, das waren alle Minigames. Tür ist verschlossen. Ja, Achievements werde ich eventuell auch noch sammeln. Und ja, bevor wir. Ja, genau, Hauptmenü. Bevor wir jetzt ins Gameplay reingehen, muss ich euch eine Sache zeigen. Wenn wir ein neues Spiel starten wollen, sagen wir mal hier so, haben wir eine neue Möglichkeit.
Wir haben zwei neue Spielmodi. Wir haben ja erstmal gruselig gehabt und furchterregend, worauf wir gespielt haben. Allerdings gibt es jetzt auch noch entsetzlich ein schwierigeres Erlebnis. Also, falls das Spiel nicht schwer genug war, spielt entsetzlich. Aber die meisten werden das nicht spielen, die meisten werden Albtraum spielen. Du wirst nicht zurückkommen. Wortwörtlich, das ist ein Hardcore-Modus, das heißt, du spielst alle Nächte von 1 bis 5, ohne einmal zu respawnen, durch. Und bei Fortgeschritten kann man die Animatronic-Aggression umändern, wie stark die oder wie schwach die sind. Und natürlich bei Albtraum, bei Nightmare-Mode sind alle auf Maximum. Und ja, Freddy gibt's auch, den haben wir nicht gesehen, der kann irgendwann vor der, nur Nacht 4? 5? 4? Ich glaube, Freddy kann nur Nacht 4 auftauchen und manchmal halt vor einer Tür stehen und dann lacht er dich aus und das war's, glaube ich. Ich habe ihn selber nicht encountern können. Bisschen schade, aber was soll's. Ja, hier kann man noch ein bisschen so andere Sachen erledigen, worauf ihr halt Lust habt. Ich weiß nicht, ob die irgendwas auswirken mit Achievements oder nicht, da muss ich mich noch schlauer machen, aber ja, das wollte ich euch zeigen. Vielleicht mache ich einen Nightmare Run. Ich weiß nicht, wie schwierig das ist. Es gibt da auch schon ein paar Guides zu, aber ich muss mir das genauer anschauen. So, und bitte, Spiel, sag mir, ich kann das Secret Ending noch machen, weil ich muss zurück in die normale Welt. Hallo, Chica. Chica kann eigentlich nicht jumpscaren. Sie macht nur Lärm. Mehr macht sie nicht. Also könnte sie eigentlich auch die ignorieren, theoretisch. Ich gehe nicht ohne Papa zurück. Okay. Well. Das hat's geklärt. Das ist mies. Das ist wirklich mies. Ich hoffe, das geht, wenn ich nach oben sage, gehe. Wahrscheinlich nicht. Okay, also er sagt mir hier, ich kann hier Tickets benutzen. Ich muss an die Prizes-Maschine, denn da gibt es mehr zu holen. Und bitte sag mir, du funktionierst hier. Hier ist jemand. Ich denke, ich muss mindestens eins gewinnen. Irgendwas. Verdammt, ich muss kurz verstecken. Okay, aber das könnte funktionieren. Ich bin vielleicht doch noch nicht gesoftlockt und muss alles neu spielen. Wenn die Ticketmaschine funktioniert und wir können mir was geben, dass ich da an die Prizes-Maschine. Ich muss die Prizes-Maschine machen. Mehr Tickets für mehr Tickets. Nee, wäre was anderes? Schmiermarke? Nein. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Seil. Oh nein. Mehr Tickets für mehr Tickets. Ich denke, ich muss mindestens noch einmal gewinnen, um irgendwas zu bekommen. Was soll das heißen? Ernsthaft? Einmal gewinnen? Ein noch ein Minigame spielen? Okay. Spiele ich halt auch eben dieses Ballspiel, I guess. Aha. Pizza-Roller. Cool. Hab ich jetzt genug? Okay, 20 Tickets braucht man, dann kriegt man einen Gutschein. Okay, ich brauche noch viele, viele Tickets. Aber das ist es. Jetzt geben wir hier einen ab. Und hey, ich habe einen Sticker bekommen. Mein Skizzenbuch ist wohl ein guter Platz dafür. Das heißt, wir haben jetzt einen Sticker bekommen im Skizzenbuch. Cooles Bild übrigens. Das schauen wir uns doch mal an, oder? Warum ist die Karte so klein geworden? Und mein Inventar ist verglitscht. Was zur Hölle ist da passiert? Egal, wo ist das Buch? Hier, Skizzenbuch. Wenn wir jetzt ganz durchscrollen, noch ganz hinten, zur letzten Seite, werden wir was bemerken. Nicht nur haben wir den Coupon, sondern auch einen For You Chica Sticker. Und es gibt noch zwei weitere: Pikachu und Freddy, schätze ich. Ja, 20 Tickets pro Ding. Wir brauchen alle Sticker, damit das ganze Buch fertig haben. Das werde ich kurz farmen und dann zeige ich euch jetzt, wie die anderen Sticker aussehen. Ich zeige euch mal, wie man hier am besten Tickets bekommt. Spielt Hapulis. Bereitet euch vor. Ich habe vorhin 14 erreicht. Ah, 14. Ist anstrengend. Aber gibt einem am besten und am schnellsten Tickets. So, ich hatte Glück, dass ich auch genau genug Coins hatte.
So, Ticket ausgegeben und Ticket ausgegeben. Zwei Gutscheine. So, höre mich zwar jetzt, aber egal. Noch ein Sticker? Wie viele Sticker sind in diesem Ding? Mein dritter Sticker. Ich schätze, das macht mich jetzt zu einem Sammler. Ja, das tut es, das Oswald. Da sind sie. Das ist kein Pikachu? Hm. Bonnie, Freddy, Chica. Jetzt haben wir alle Sticker. Die brauchen wir fürs Ending. Fragt mich nicht warum. Es ist so. Also ihr müsst nicht alle Minigames schaffen. Ihr müsst genug Minigames spielen, um die Sticker freizuschalten. Und natürlich das Coupon. Das kriegt ihr nur, wenn ihr alle Arcade-Maschinen repariert habt. So, das nächste auf unserer Liste. Ich brauche noch ein Ticket. Dann braucht es noch eins. Ich glaube, ich laufe mal ein bisschen um die Pizzeria herum und hoffe, dass ich noch ein paar Coins finde, die ich dann benutzen kann. Ich brauche eine einzige Münze, damit ich noch einmal spielen kann. Alter, ich habe mich gerade voll erschrocken. Alter. Das ist extrem gruselig, ich habe richtig Gänsehaut. Und jetzt höre ich Geschrei. Alter. Okay, da ich sowieso gerade hier bin, das erste der drei Secret Minigames, die wir spielen müssen, ist hier. Bei der Gummimaschine. Kaugummimaschine. Spammt es? Immer wieder Spam. Immer wieder Spam. Immer wieder. Und immer wieder, die gucken uns an. Süßes, süßes, süßes Zuckerschock. Ja. Immer weiter. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen es, glaube ich, 10 Mal oder so ansprechen. Notizen, warum lügt er mich an? Was will man mehr? Oh Gott, hier ist ja einer. Och man. Okay, scheinbar muss man es mehr als 10 Mal. 10 Mal ist nur für das Achievement und man muss es immer weiter ansprechen. Irgendwann spawnt dann einfach so ein Minigame. Frag mich nicht, hier ist gerade Springtrap. Muss kurz warten. Okay, er ist weg. Immer weiter spammen. Es dauert vor allem so lange, bis er dann interagiert. Das ist nervig. Boah, ich habe gerade schon mit Helpless eh gespammt. Lass mich das nicht nochmal machen. Kannst du mich hören? Was? Can you hear me? Wieso? Hä? Natürlich, da kommt direkt der Nächste. Lecker. Ich schätze schon. Nicht beißen. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, nicht beißen. Weiß doch gar nicht. Kannst du sie sehen? Ja! Oh, endlich! Was geht denn jetzt ab? Was spielen wir denn hier? Das sieht ein bisschen aus wie dieses Foxy-Minigame aus FNAF 2. Soda! Yay! Soda! Gute Arbeit! Okay, weiter geht's! Cupcakes! Glaube ich. Kann man schwer erkennen. Gute Arbeit! Yeah! Weiter geht's! Jetzt bestimmt gucken, keine Kinderleiche oder sonst irgendwas Gruseliges. Spinnnetze? Okay. Bist du weird, aber gut. Gute Arbeit! Yeah! Kommt doch irgendwas? Ich hab das Gefühl, da kommt nichts mehr. Ein Herz mit Pfeil drin? Gute Arbeit? Yeah? Was geht denn hier ab? Sieht aus wie eine Bombe oder wie so ein Cauldron. So ein Kessel. Da dampft es richtig schön. Yay! Aha. Was haben wir denn noch so schönes, leckeres ein, ne? Was? Was soll das darstellen? Bonnie oder so? Geh jetzt ab! Okay. Schritt 1 von 3. Oh. Okay, hat's gehört. Aber das war eins der ersten drei Minigames, Secret Minigames, die wir machen müssen. Aber wie kommt man da drauf?
Ich meine, okay, ich würde mir denken, ja, okay, wenn man damit die ganze Zeit spricht, irgendwann kommt so ein lustiger Secret Text, so kannst du mich sehen, hallo, wie magst du Kaugummi? Haha, okay, cool, ganz gruselig, ganz nett. Aber ich würde doch niemals drauf kommen, das 100 Mal oder so anzusprechen, dass ein Minigame kommt. Also keine Ahnung, ich zumindest nicht. Ist er weg? Ich höre nichts mehr. Es ist hier zu laut geworden. Ich weiß nicht, ob er das einspeichert, was ich gemacht habe. Ich glaube, man muss es einem Run machen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe eigentlich nicht. Was? Wieso? Wieso? Bullshit. Jedenfalls, Runde Helpulous. Okay, reicht. Oh boy. Achievement, Zuckerschock. Süßigkeiten den ganzen Tag. Jeden Tag. Candy, Candy, Candy. Jetzt. Wir haben alles dicker, wir haben alles, was man haben kann im Price Corner. Aber wenn wir jetzt nochmal reingehen, nach 5. Balloons aufheben. Ballons aufheben? Okay. Wieso bewegen wir uns in so einem Grid? Ist das der Ort, wo wir gerade sind? Doch, oder? Das ist Golden Freddy. Rechts war hier Security. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Warum ist die Zahl genau da, wo dieser Report-Button ist? Übrigens, der Button da oben links, das ist zum Bugs-Reporten. Warum auch immer das die ganze Zeit im Gameplay dran ist. Eigentlich müsste das in einem Menü sein, meiner Meinung nach. Aber es ist die ganze Zeit hier. Okay, aber wen spielen wir hier? Ich weiß doch gar nicht, wie wir vorhin gespielt haben. Also an alle Leute, die sich mit der Lore ein bisschen besser auskennen als ich. Können wir da bestimmt im Kommentar weiterhelfen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Geh ich durch die Mitte? Ich hab bis Angst, dass ich jumpscared werde. Rote Wand? Wieso ist die Wand rot? Okay, ich kann nicht mit der Wand interagieren. Cool. Coole Wand. Vielleicht kann ich mit der interagieren, wenn ich alle Ballons aufgehoben habe. Kommt gleich Purple Guy und zerschreddert mich in Einzelteile? Oder was soll ich hier gleich erwarten? Ich hab 5 Ballons. Hier ist die Küche, ne? Oder so, eine Art. Also ist es die Location? Ist es eine andere? Ich würde schon denken, dass es jetzt hier, wenn ich weiß, was das Pizza ist. Oder so. Hey, schaut mal, die 6 ist lila geworden. Könnt ihr sie erkennen? So ein bisschen, ne? Ah, ne, hier geht's nicht lang. Voll abkürzen. Warum bist du so arschlangsam? Für Sprinten, Mann. Gar nicht, schade. Ist die Wand jetzt weg? Hier war nicht die Wand, warte. Die war hier. Sieht beides gleich aus. Bisschen schwierig. Die rote Wand ist weg. Okay. Oh. Oh, fahr mal schnell. Von 3, um das letzte Minigame zu bekommen, machen wir ein paar Anrufe. Denn wir haben ja ein Telefon. Das können wir das ganze Spiel lang benutzen. Und es gibt sehr viele Secret Telefonnummern. Wir werden jetzt alle nach der Reihe anrufen. Um das Minigame zu bekommen, müsst ihr nach 5 haben. Nach 5 sein. Das hab ich kurz gesehen. Ich glaube. Ansonsten nichts, oder? Also, Party Room Key müsst ihr haben, nach 5 sein und ansonsten die Nummer von Mom anrufen. Ja, weiß nicht, wie man darauf kommt, aber wir tippen mal ein. 5, 5, 5, 5, 6, 8, 3. Anruf beendet. Was mit Baby passiert? Erfülle ihren Wunsch. Alter, warum sind das Körperteile von einem Kind?
erfülle ihren Wunsch? I will put you back together. And take you apart all over again. Gute Arbeit. Ist das nicht die aus dem ersten Minigame? Erfülle ihren Wunsch erneut. Oh, jetzt hat sie aber hübsche Schuhe. Hübsche Schüchen. Ich muss einfach nur nach links rennen und ein bisschen nach oben. Gute Arbeit. Erfülle ihren Wunsch. Die sind voll creepy, die Minigames. Ich finde übelst hässlich, wie Circus Baby aussieht hier. Außer es ist nicht Circus Baby, sondern dieses Vieh aus dem Buch. Das kann sein. Gute Arbeit. Ey, gleich kommt doch so ein Jumpscare, oder? Wie in FNAF 2. Erfülle ihren Wunsch. Okay. Kopf. Püppchen. Süße, mit breiten Armen. Hm? Ein Ballon? Oder was ist das? Bringen wir es hier? Gute Arbeit. Hä? Warum zittert die? Warum zittert die? Oh, sie ist tot! Das waren alle drei Minigames, die wir machen mussten. Ansonsten, wie gesagt, alle fünf Fotos und das Secret-Foto. Nee, nicht alle fünf Fotos, alle fünf Dead-Items und das Secret-Foto, so rum, genau. Ich gucke mir gerade die Liste an. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die wir machen müssen. Und das ist zu Golden Freddy gehen. Dort was abholen. Ansonsten, bevor wir das aber machen, machen wir was Lustiges. Rufen wir doch die ganzen Secrets, die Easter Egg Secret Telefonnummern an. Die sind auch lustig. Fangen wir an mit einem Klempner, den wir anrufen können. 5, 5, 5, 5, 3, 2, 5. Klappt das noch in Nacht 5? Sie haben Ihren freundlichen Klempner aus der Nachbarschaft erreicht. Was leckt? Können Sie mir helfen? Es geht um meinen Vater. Ah, say no more. Dein Alter hat versucht, die Rohre zu reparieren. Ist schlimmer gemacht, oder? Nun, lass mich ihn anrufen und ich kann separieren, Kleiner. Klingt gut? Moment, das ist es nicht. Alter, als ob. Okay, aber gut, dass ich gehört habe, dass er reinkommt. Da komm ruhig rein. Da kommt er nicht rein. Jetzt kommt er rein. Ich geh mal einfach durch, damit er mich nicht nervt. Ah, da ist die nächste. Oh, das ist ein Coin. Kannst du bitte abhauen? Oh, hier ist der Raum, wo ich rein musste. Ja, machen wir gleich. Rufen wir mal an. Nächste Nummer. Was ist das nächste? Einen Mechaniker können wir anrufen. 5, 5, 5. 2, 2, 7, 7. Little Joe's Mechanic Service, wie kann ich Ihnen helfen? Wissen Sie irgendwas über Animatronics? Ah, du hast die falsche Nummer, Kleiner. Mist. Das hat nicht geklappt. Das ging in die Hose, Mann. Okay. Frau Mecham können wir anrufen. Von der Schule. Wie die Direktorin war das, glaube ich. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Die hat Glück. Oder Pech, je nachdem. Keine Handys im Unterricht. Hinterlass eine Nachricht. Naja, wenigstens hält sie sich an die Regeln. Schade. Wen können wir noch anrufen? Die Polizei? 911, what's your emergency? Achievement. Who you gonna call? Leider wurden die Notrufdienste in ihrer Region aus Budgetgründen eingestellt. Wenn dies ein Notfall ist, rufen Sie bitte Ihre örtliche Polizeistation an. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Haben Sie einen schönen Tag. Was zur Hölle? Tolle Polizei. Na toll, das ist ja großartig. Achso, ich glaube, jedes Mal, wenn man anruft, macht man Lärm. Heißt, es könnte sein, dass sie jetzt auf dem Weg zu mir sind. Ja. Dass ihr Bescheid wisst. Ein paar Nummern haben wir noch. Wir können bei Jeffs Pizza anrufen. 5, 5, 5. 3, 3, 3. Was geht ab? Ich glaube, da. Okay, das funktioniert nach 5 leider nicht. Schade. Aber normalerweise. Funktioniert es, glaube ich. Alter.
Und ja, das ist wirklich so mit dem Telefon. Okay. Ich muss aufpassen, ich darf nicht sterben. Ja. Freddy Fazbear's Pizza können wir noch anrufen. 18 000 8. Nein. Nein. 3. Genau, nur 3. Willkommen bei Freddy Fazbear's Pizzeria. Unsere Pizza des Monats ist Freddys persönliches Favorit. Der goldene Biss mit genau 83 Käsescheiben, belegt mit einer geschmolzenen Schicht feiner exotischer Butter. Alle unsere Mitarbeiter erfüllen gerade die Pizzaträume anderer Kunden, also bleiben Sie bitte in der Leitung. Wir nehmen Ihre Bestellung kurz auf. Danke, Mann. Sehr nett. Nächste Nummer. Springtrap können wir anrufen. Okay. 777 4 6 4 8. Wie sieht das denn jetzt aus? Hallo? Michael, don't leave me here! Michael! Er wurde gerade gespringlockt, glaube ich. Klar, so wird es so. Ist er hier? Noch nicht? Okay, gut. Puppets! Können wir anrufen. Das ist die Marionette. 78 77 38. Ich weiß wirklich nicht, wo man die ganzen Nummern herbekommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach raten. Hallo? Anruf beendet. Okay. Oh! Shit. Okay, eine Nummer haben wir noch. Machen wir schnell. Mango. 6, 2, 6, 4, 5, 3. Mal schauen, was kommt. Hallo? Wellness. Das war's, Anruf beendet. Okay. Hier ist so eine Münze. Nehme ich eben auf. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Sache, die wir machen müssen. Wir müssen hier... Ich weiß nicht, ob man es machen muss. Aber manche sagen, man muss machen. Manche sagen, man muss es nicht machen. Aber man soll wohl hier mit den Geschenken reden. Irgendwann ist in einem der Geschenke was drin. Ein Item, was wir brauchen. Angeblich. Vielleicht ist es auch nicht richtig. Ich werde es trotzdem machen. Da! Spielzeug Freddy! Spielzeug Freddy! Sogar das Spielzeug von diesem Ding sieht gruselig aus. Crazy. Paper Plates müssen runter sein. Das war alles. Jetzt? Jetzt müssen wir hier lang. Und hier alles machen. Ich hoffe, ich schaff's. Ich hoffe, ich sterb nicht. So, seltsames Foto. Jetzt geht's richtig los. Jetzt habe ich Herzklopfen, weil wenn ich jetzt sterbe, habe ich Angst, dass ich alles neu machen muss. Und das wäre scheiße. Aber eigentlich müsste ich jetzt alle Vorbereitungen getroffen haben, um das Ende zu bekommen. Um das 3 Sterne True oder Best Ending oder was auch immer zu bekommen. So, wir müssen wirklich nur noch zurückrennen zum Ballpit. Und dabei nicht sterben. Wie? Was denn? Alter, jetzt habe ich Gänsehaut. Bitte hat's geklappt. Bitte hat's geklappt. Ich dachte, F? F. Bam! Das Bild. Das wird crazy. Denn auf dem Bild sieht er ja was Besonderes.
Noch ein Quicktime-Event. Okay. Das ist doch gleich. Oder? Ich weiß es gerade nicht. War das gleich? So. Papa. Papa. Nein, nicht tot. Ah, er lebt noch. Okay. Warum liegt da was nur am Boden? Irgendwie die Flasche oder so. Was ist das für ein Ding? Oswald! Bellebart, akzeptiere deine Entschuldigung. Du hast recht, lass uns abhauen. Okay. Erklärt das alles? Das kann dann nerven sehen. Du bist nur ein Kind und sein Gutes auch so. Kinder machen die ganze Zeit Fehler. Das sollte so sein, so lernst du. Ich bin derjenige, der keine Fehler machen sollte, aber ich muss mal einen Fehler gemacht haben. Wenn du denkst, dass der einzige Weg, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen, darin besteht, in dieses ekelhafte Bällebad zu springen. Das sieht nicht für dich da war aus. Es wird Zeit, ein paar Veränderungen vorzunehmen. Weißt du was? Lass uns nach Hause gehen, dich frisch machen und dann Zentrelix gegen Mecha Zentrelix der alten Zeiten gegen einlegen. Abgemacht? Abgemacht. Oh, sie umarmen sich. Ich liebe dich, Papa. Ich dich auch, Junge. Übrigens, ich glaube, ich muss einen Schulverweis bekommen von denen. Ups. Trollerlein. Ja, das ist ein guter Ending. Yes! Wir haben's! So schwer ist es gar nicht zu bekommen. Aber nerve-wracking. Family Fun Nights. Springtrap, oder wie auch immer er heißt, ist jetzt endgültig besiegt. Er ist da wirklich auch dead. Denn durch die Secret Minigames kriegt man da dieses Ending. Soweit ich weiß, ist das zwei Sterne Ending, das Canon Ending oder auf jeden Fall wie das Ending, was in dem Buch stattfindet. Aber das ist ein neues Ending, ein Good Ending, ein Great Best Ending, was auch immer. Und ja, das war Five Nights at Freddy's Into the Pit. Sofern ich nicht noch eine Nightmare Run mache. Was zu? 3 Sterne. Ganze Spiegelung. Geil. Okay, und als kleinen Bonus für diese extra lange Folge. Da ist ein Cupcake. Die kann man draufdrücken, dann ist ein Cupcake. Das macht rein gar nichts. Aber man kann da draufdrücken. Schauen wir uns das extras Menü an. Wir haben alle Animatronics hier. Chica. Hi, Chica. Bonnie. Okay, macht das gleiche. Freddy. Keine Ahnung. Das Spiel weiß selber nicht, wie es nennen soll. Aber Spring Bonnie würde ich einfach mal sagen. Und das waren die 4 Animatronics in diesem Spiel. Foxy gibt es nämlich hier nicht. Weiß auch nicht warum. Inventar. Gucken wir uns nochmal alle Items anschauen, die wir gesammelt haben. Wenn man drauf Lust hat. Schreckmomente. Game Over Screen, wenn wir gejumpscared werden von Spring Bonnie. Freddy Anzug Jumpscare. Kleiderschrank Jumpscare. Oder geht schnell. Schrank Jumpscare. Nacht 5 Bällebad Jumpscare. Überwachungskamera. Und das war alle. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein riesiger Fan von den Jumpscares. Irgendwie, du hast einen Jumpscare, dann zack, Game Over Screen und irgendwie der Sound ist nicht gruselig und wenn es passiert, denkst du nur so, statt dass du denkst, wisst ihr, was ich meine? Du bist eher abgefuckt davon, dass es passiert ist, weil jetzt musst du wieder hoffen, dass der Checkpoint gut gelegt war und alles. Und es gibt eine Einstellung in dem Spiel, Checkpoints öfter oder weniger aufzulegen und auf dem einen Schwierigkeitsgrad kommen die öfter, auf den anderen nicht. Richtig komisch, warum das irgendwie so eine Option ist. Eigentlich sollte das immer so sein, dass Checkpoints immer aufgelegt werden, meiner Meinung nach, aber egal. Ja, bin kein riesiger Fan von den Jumpscares, meiner Meinung nach. Alternative Musik. Ja, hier steht, was man noch alles machen muss dafür. Spielhantieren, wenn wir da alle Minigames. Ja, hab das Puzzle nicht gemacht. Das ist das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Jetzt kann man hier alternative Musik auswählen. Oder hier, halte genug Punkte für irgendwas.
Ja. Beat Nightmare Difficulty, um einen Titelbildschirm-Song zu bekommen, okay? Und hier die Trackliste mit DJ Music Man! Warum auch immer, aber ist doch lustig. Dann spiel mal ein Lied ab. Yeah, oder warte. Bruder Tanz. Meine Cam ist hier voll falsch platziert eigentlich dafür. Aber ist doch lustig, ist doch lustig. Wir haben doch alle Spaß. Yeah. Und damit würde ich sagen, beenden wir dieses Let's Play fürs Erste. So, ich suche noch ganz schnell meinen Lieblingssong aus. Penner-Tanz. Not bad. Ich habe mir den Sound schon mal angehört. Einer davon war mein Favorite. Stimmt, aus der Grube. Oh, das ist nice. Ah, good ending. Ist alles meine Schuld? Ruhe. Ah, das war mein Favorite. Ich habe keine Ahnung, wann der spielt, der Song, aber es ist mein Favorite.